I'm a bitch, girl.
Und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zurück auf Twitch. Und gleich wieder mit Problemen. Ja, die E3 fängt heute mehr oder weniger als Pre-Party an. Das wird wahrscheinlich wieder zu einigen Problemen führen mit meinem kleinen Mini-Stream hier. Ich hoffe, ich bete für alle, dass es funktioniert. Ansonsten, ihr kennt die Tricks inzwischen, glaube ich schon. Hoffe ich zumindest noch, dass ihr euch daran erinnern könnt. Wir werden sehen. Engel, tut mir leid, dass das wieder mal so scheiße läuft. Ansonsten, Olli, Luca, wer ist noch da? Der Dobo ist auch da. Den hab ich vergessen, aber egal. Schönen guten Abend zurück sozusagen in das alte Haus hier so ein bisschen ausgestaubt. Ich musste mich zu ein bisschen etwas umstellen. Ich glaube, ich hoffe und ich bete, dass alles jetzt funktionieren mag. Denn ich muss zugeben, ich bin etwas unvorbereitet heute ins Stream gegangen. Ich hatte nämlich ganz vergessen, dass ich eventuell vielleicht noch den ganzen Laden anpassen müsse. So von wegen, hallo, du streamst jetzt wieder auf Twitch und nicht auf Hitbox. Naja, sollte funktionieren, Chat funktioniert, sonst funktioniert es auch. Und für den laufenden Betrieb brauchen wir es nicht. Denn heute, ihr seht es oben, Big Pharma ist ein Indie-Titel, der mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen, von Twice Circled hergestellt, von Polytech vertrieben. Und die Leute waren wirklich so freundlich, mir ohne Probleme und ohne auch nur eine Frage zu stellen, in Anführungsstrichen, sondern gleich direkt mir einen Zugang zu legen. Für ein Spiel, das ein wenig an Factorio erinnern mag, da aber wesentlich komplexer ist. Und mich am Wochenende wirklich deutlich an Zeit gekostet hat, der so richtig gefressen hat. Man sitzt dann so und spielt ein bisschen, hat nur eine halbe Stunde und dann plötzlich wird doch eine Stunde draußen, doch noch eineinhalb Stunden, was ein gutes Zeichen ist. Es ist ein Early Access Titel, das sei schon mal dran davor bemerkt, und die Update-Häufigkeit ist ziemlich hoch, muss ich feststellen. Ich bin sehr überrascht gewesen. Also pro Woche mehrere Updates scheinen normal zu sein. Von daher, rein ins Spiel, würde ich sagen. Wenn ich dann den... Ich werde mal hier die Musik ausmachen. Big Pharma. Version 0.41,
4.1.05. Ihr seht also noch relativ weit in der Überlegung. Und man sieht schon ein bisschen, worum es letztendlich geht. Das ist letztendlich ein Spiel, bei dem es darum geht, eine Pharmafirma zu führen und mit bestimmten Wirkstoffen bestimmte Medikamente herzustellen und diese anzupassen. Also, Multiplayer ist nicht in Sicht, weil ihr müsst nicht immer alles auf Multiplayer ziehen. Das ist auch so ein dämlicher Dreckscheiß. Da müssen wir irgendwann einen Podcast zu machen. Dieser verzweifelte Zwang, alles unbedingt ums Verrecken als Multiplayer zu machen, was nicht unbedingt Multiplayer ist. Nein, es ist ein reines Singleplayer-Game. Kostet aktuell, glaube ich, 20 Euro. Kann nur auf der Seite gepostet werden. Ich glaube, es gibt das Steam ist es gar nicht. Habe ich auch nur über fünf Ecken kennengelernt, dieses Spiel. Von daher aktuell nur über deren Seite zu finden. Wir sehen hier schon, es gibt, dieses Spiel hat einen Singleplayer, das heißt, ihr habt Tutorials, die ihr auch spielen solltet, dann habt ihr hier jede Menge in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vergebenen Missionen, die ihr erreichen müsst. Das sind ganz unterschiedliche Ziele, man sieht es ja hier, ist aktuell auf Englisch, soll später auch auf Deutsch kommen, so hat zumindest der Entwickler das gesagt, die sich natürlich innerhalb der Schwierigkeitsstufen entsprechend steigern. Das sind sozusagen, im Grunde kann man sagen, das sind sozusagen die Kampagne, wenn man jetzt so will. Und dann haben wir hier noch so zwei, ja, das sind so einen richtigen Quickstart, beziehungsweise, ja, offene Spiele, auch mit Zielen, was ich ganz geil finde übrigens, das war echt eine gute Idee, dass sie halt nicht sagen, okay, Sandbox-Modus und bau und mach, was du willst, sondern trotzdem noch eine gewisse Art von Objectives gibt, was man nicht, ja, was nicht so unbedingt, normal ist. Wir sehen hier also auch, also das hier ist schon echt, blah, das ist. Ich werde leider heute euch nicht alle englischen Bezeichnungen erklären können für irgendwelche Medikamente, Krankheiten, sonst etwas. Ehrlich gesagt, die Hälfte, wenn nicht sogar weit mehr als drei Viertel der ganzen Bezeichnungen kenne ich gar nicht, denn ganz ehrlich, also englische Krankheitsbezeichnungen sind mir völlig fremd und ich hatte keine Lust und ehrlich gesagt, das ist auch nicht so wichtig, diese hier jetzt alle auswendig zu lernen, weil es ist schon ein bisschen umfangreich. Nun gut, wo fangen wir an? Ich würde einfach sagen, wir fangen mit einem ganz einfachen Quickstart-Game an. Die Größe der Karte wird belegt, wie viele Gegner, naja, wie viele Mitbewerber wir haben und wie viel Geld wir haben. Das ist fast immer gleich. Hier haben wir noch einen Kredit auf, den wir noch laufen haben. Aber ich würde sagen, wir machen einfach ein ganz klassisches Quick-Draw-Game. Dann schnappen wir uns den. Den nennen wir natürlich nach einem Sith Lord. Dann ist die Heilung auf jeden Fall gegeben. Wir haben hier eine ganze Reihe von Leuten, die es hier nehmen können. Ich finde den alten Lennart irgendwie am geilsten von allen. Und willkommen, nochmal Pause, bei Big Pharma. Big Pharma ist ein Factorio-Klon. So in etwa, Olli. Ist ein Factorio-Klon. Das bedeutet jetzt nichts anderes, als dass wir mit bestimmten Rohstoffen, die wir verarbeiten können, in verschiedenen Gerätschaften bestimmte Dinge erzeugen können. Ihr seht, das sieht schon alles relativ kompliziert aus. Wir haben auch ein Research-Tab, das entsprechend umfangreich ist. Das sieht man schon, ist ein bisschen umfangreicher. Fangen wir aber erstmal an, um in irgendeiner Form eine Heilung zu vollziehen, brauchen wir bestimmte Rohstoffe. Und das ist der Rohstoffsektor, das sind die Zutaten. Und eines der großen Elemente in diesem Spiel sind diese vier Plätze hier. Jedes Zutat kann maximal vier Eigenschaften besitzen. Und diese vier Eigenschaften unterteilen sich halt in gute wie negative. Das heißt also, wir haben eine Heilung in gewisser Art und Weise und gleichzeitig Nebeneffekte, also die Nebenwirkungen. Die können sich unterscheiden, dahin, dass wir hier diese etwas dunkelroten, das sind welche, die wir herausnehmen können, die wir herausarbeiten können. Diese dunkelroten, diese hellroten, die sind ja auch cannot remove, können nicht in irgendeiner Form praktisch durch Verarbeitung irgendwie ausgelöst werden. Gleichzeitig sehen wir so komisches und dann lesen wir auch irgendwie Maximum Range, Max Range, what the heck? Das ist die Konzentration. Da geht es nämlich nach Konzentration, das Ganze. Das macht das Ganze etwas interessanter. Das heißt also, dieses Antihistamin
funktioniert nur innerhalb dieses grünen Konzentrationsbereiches. Kommen wir in diesen grünen Konzentrationsbereich, bupp, gucken wir nach oben, haben wir automatisch auch schon causes pins and needles, okay, und automatisch auch eine Nebenwirkung. Das gleiche sehen wir hier. Hier drüben zum Beispiel ist es auch sehr deutlich. Hier können wir machen, was wir wollen. Sobald wir in dem Bereich sind, wo unsere Wirkung eintritt, sind wir automatisch auch in dem Wirkungsbereich. Und das unterscheidet sich. Das ist random-basiert. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr ein Spiel startet, ist das komplett anders. Das kann ich euch vor allem dann zeigen, wenn wir mal auf irgendeine Cures gehen. Da seht ihr aktuell die vorhandenen Intelligenzen, die wir haben und was wir damit behandeln können und was noch möglich ist. Ihr seht, da haben wir noch eine ganze Reihe von möglichen Zutaten, die uns dann entsprechend die Möglichkeit geben, diese Krankheiten zu beheben. Und um diese zu bekommen, da müssen wir halt irgendwann mal so einen komischen Explorer losschicken. Den schicken wir einfach mal in bestimmte Habitate und dort findet er entsprechend neue... Okay, Deep Sea. Findet er neue Zutaten, neue Zutaten, mit denen wir halt entsprechend neue Wirkstoffe erhalten, ne, und diese entsprechend dann bearbeiten. Wie funktioniert das Ganze? Gut, hier das Ziel, das interessiert mich erstmal nicht. Wir haben diese komischen Dingsies. Diese Dingsies sind praktisch Import-Export-Blöcke, so will ich es mal nennen. Wir vergrößern hier. Das heißt, ich drücke hier drauf und kann jetzt entscheiden, welches von diesen drei Zutaten ich einkaufen will, importieren will. Ihr seht hier die Kosten. Die Kosten können wir später verändern. Nee, natürlich, da kommen wir jetzt gleich, Olli. Da kommen wir gleich zu. Das heißt, welches Ding sind wir zuerst nehmen? Wir sehen hier, wir haben zwei Vorteile. Erstens, bei einer Konzentration von 1 haben wir einerseits die Wirkung, aber keine Nebenwirkung. Das haben wir hier drüben übrigens auch. Hier haben wir bei einer Konzentration von 3 auch keine Nebenwirkung. Das heißt, es ist egal, welche von beiden wir nehmen. Und hier entscheide ich mich einfach ein Stück weit nur daran, wie viel Geld wir verdienen können. Das heißt, ich schnapp mir einfach das komische, was auch immer es genannt wird. Wie hieß es? Moist Zurite Crystal. Zurite Crystal. Keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht. Ja, man kann Viagra herstellen, ja. Und übrigens für Frau und Mann. Also es ist ziemlich cool gelöst. So, wir haben also jetzt die Zutat. Wir haben hier die Auflistung der möglichen, also wo praktisch auf welcher Konzentration sich welche Wirkung zeigen. Das heißt, wir müssen jetzt hier in dem Fall die Konzentration erhöhen. Wir sehen hier oben, das ist die aktuelle Konzentration. Wir sehen hier Active Range 3 zu 10. Das heißt, wir müssen also die Konzentration um 1 erhöhen. Das ist im Grunde ganz einfach. Wir schnappen uns also ein Gerätschaft. Hier sehen wir es. Increase Concentration by 1. Hat Kosten von 600, Process Cost und Process Time. Und jetzt fangen wir schon so ein Stück weit an Richtung Factorio zu gehen. Denn bei Factorio war es ja auch so, dass die Bearbeitungszeit eine Rolle spielte. Ist vor allem auch so, wie schnell die Arme funktionieren und ähnliches. Also die Roboterarme, die entsprechenden Gerätschaften befüllen. Und hier ist das ein bisschen gleich. Es ist ein Stück weit gleich. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Ding. So, wir sehen hier. Wir können ihn natürlich in alle Richtungen drehen. Er hat nur einen Eingang, einen Ausgang. Und jetzt können wir überlegen, wie wir den platzieren. Auch das ist Factorio-like. So, heißt also, schnapp. Dann haben wir hier so ein hübsches kleines Belt. Schnupp. Und was gleich passiert ist, wir können es ja mal zeigen. Ich kann es ja mal zeigen. Ich mache es sozusagen auf normale Geschwindigkeit. Schwupp. Pro jeden Zyklus kauft er jetzt ein, sobald er Platz hat. Und wir können auch dran klicken. Ja, so. Und ihr seht, die Konzentration wird erhöht. Es wird automatisch angezeigt, was übrigens ganz cool ist. Wird auch angezeigt, dass die Wirkung jetzt eingesetzt hat. Wir sehen auch hier Upgrades, das kommen wir gleich noch zu. Und wir sehen, dass es keine Kopfschmerzen verursacht. Hurra! So, jetzt müssen wir das Ganze ja irgendwie noch in irgendeine Form bringen, dass wir es verkaufen können. Unter Makers aktuell können wir nur ein paar Pillen printen. Auch hier sehen wir Kosten, Process Cost und Process Time. Und hier sehen wir eine 2. Das bedeutet also, dass die Printer tatsächlich 2 Zyklen brauchen, um eine Pille herzustellen. Das bedeutet, wenn wir aber jetzt einen Produktionszeitlauf von 1 haben und die eine 2 haben, bräuchten wir wahrscheinlich 2 davon und würden automatisch genug Pillen erzeugen, um die Geschwindigkeit des Ohrenteils, die maximale Auslastung zu erreichen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Der fängt schon ein bisschen an, weil es kann später auch zwischendurch mal solche 2er-Lösungen. So, jetzt sehen wir, er verteilt das automatisch. Die Bälle sind sehr intelligent. Bup, und wir haben unser erstes Medikament, das könnte ich jetzt irgendwie benennen und drinnen nach wie es weiß nicht weiter.
Ne, was wir in Reihe schalten, das kommen wir noch zu. So, wir haben also ein erstes Medikament. Den Carnosmoor Sore Throat Beater, wie auch immer. Der, und jetzt sehen wir erstmal, den kommen mit Value, das heißt, hat einen Wert von 124. Die Kosten fürs Rohmaterial sind 35, die Prozesskosten sind 30 und daraus ergeben sich dann eine Zahl von 59. Jetzt muss man ein bisschen bedenken, diese Medikamente haben einen bestimmten Wert. Und zwar bezieht sich das auf die Wirkungsleistung. Muss ich so vorstellen, dass natürlich je nachdem, was für eine Konzentration ich habe, eine andere Wirkung habe. Das bedeutet, die Medikamente wirken zwar in dem Bereich 3 bis 10, bei dem jetzt, allerdings gibt es einen Punkt, wo es am besten wirkt. Den kenne ich noch nicht, den muss ich später erforschen, aber das ist so ein Punkt. Das bedeutet, ich kriege eine bestimmte Wertung, wie wirksam das Medikament ist. Je wirksamer das Medikament, desto mehr Geld bekomme ich. Gleichzeitig habe ich aber auch das Problem, das müssen wir auf Pure Skin, dass wir eine bestimmte Marktsättigung haben. Was stelle ich denn gerade her? Das heißt, auch hier sehen wir zum Beispiel, das ist die 104% ist das der Demand. Das bedeutet, wir haben einen sehr hohen Demand und hier eine Sättigung. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel meine ganzen Konkurrenten das gleiche Produkt herstellen, in der gleichen Art und Weise und in der gleichen Rating, kann das passieren, dass irgendwo der Markt gesättigt ist. Das heißt also praktisch, ich produziere wie blöd, kann es aber nicht an den Markt verkaufen und der Preis sinkt automatisch. Auch das muss man teilweise beachten. Ich habe bis jetzt zugegebenermaßen noch nicht so stark gesehen, dass die Sättigungsrate so weit hoch ging, dass es letztendlich ein Problem ist. Allerdings habe ich das auf Video schon gesehen, dass das passieren kann. Wir sehen jetzt hier, das ist eine Meldung, okay, der hat jetzt auch ein Medikament eingeführt. Ich kann hier gucken, was für Medikamente sie machen, was für ein Effekt. Also er hat jetzt ein Antibiotikum zum Beispiel, was einen ziemlich hohen Wert hat, wie man hier sieht. Und so letztendlich geht es dann weiter. Da kann man sehen, die haben bis beide Antibiotika. Das heißt, die beiden würden sich auf dem Markt von Antibiotika natürlich entsprechend konkurrieren, während ich mit meinem Produkt, das im Grunde alleine ist, aber noch ein einfaches Produkt ist, entsprechend alleine auf dem Markt bin. Das ist auch eine Sache, die ein bisschen zu Anfang auch eine Rolle spielt. Gut, dann nehmen wir gleich das zweite Produkt. Wir hatten ja noch ein zweites Produkt, was einfach war. Das war dieses komische, ich kann es nicht aussprechen. Wer es aussprechen kann, mag es mir. Ultimambari-Bark-Sekretion. Wer auch immer. Hier müssen wir. Was wir gleich hochgehabt, müssen wir jetzt increasen. Increase. Auch hier müssen wir die Konzentration einmal steigern. Wir bauen erstmal mit einfachen Dingen aus. Wir könnten jetzt natürlich überlegen, ob wir gleich direkt überlegen, ob wir die nächste Stufe nehmen. Hier oben seht ihr es. Wir könnten upgraden, wenn wir eine Konzentration von 4 bis 6 haben und durch einen Dissolver jagen das Ganze. Tun wir das? Nein. Also ich bin eigentlich so ein Typ, der zu Anfang eigentlich ganz gerne erstmal die Anfangsdinger macht und erst in der zweiten Schiene. Weil es muss ja auch Geld reinkommen. Hallo Katze. Ich sehe es gerade nicht, aber ich glaube, ich muss gleich nochmal Katze füttern. Die Katze hat schon Futter gegeben. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Auch hier haben wir den Vorteil wieder. Wir haben die Konzentration um 1 erhöht. Wir haben keine Nebenwirkungen. Das ist immer ganz wichtig. Nebenwirkungen sind immer schlecht. Lecker Sekret. Naja, wenn ihr wisst, woraus wächst, wenn ihr wirklich wissen würdet, woraus teilweise Medikamente hergestellt werden und in welcher Form, denke ich, werden viele wohl ein bisschen, nun ja, nachdenken. So, wir haben unser zweites Produkt. Können wir auch wieder gucken, sehen hier. Naja, es geht. Hi JK oder NASA. Haben wir zwei Produkte. Wir sehen hier, da haben wir schon das Problem, das Q-Rating geht runter. Das bedeutet, die Wirkung ist nicht so hoch. Könnte ein Problem sein. Das könnte man jetzt rausfinden. Achso, ich muss noch Research betreiben. Research betreiben. Ja, auch Research müssen wir betreiben. Dafür brauche ich mal so einen kleinen Freund. Lass mal kurz gucken, wo wir überhaupt stehen. Creamer. Genau, ein Analyzer könnte ich nehmen. Lass mich kurz mal gucken, was am schlausten aktuell ist. Creamer hat einen Vorteil, dass er die Nebenwirkungen halt, Side-Effekt, also Nebenwirkungen entsprechend schlecht. Ich würde aber ganz gerne erstmal den Multimixer und den Shaker bekommen.
Würde mich ganz schön viel Geld kosten. Dann warten wir noch ein bisschen. Achso, ich habe ganz vergessen zu erklären. Die Scientists, also die Wissenschaftler, die im Grunde nichts tun am Tag, die lassen diesen Wert hier steigern. Und mit diesem Wert kann ich dann entsprechend die einzelnen Gerätschaften upgraden und sie damit billiger machen. Die Produktionskosten gehen damit runter. Ihr seht es ja hier, von 10 auf 9. Sieht erstmal wenig aus, kann später aber... Und kann später richtig, richtig intensiv werden. Wenn ihr so 30, 40 von diesen Evaporator hat und da man plötzlich den Preis um 1, 2, 3 runterdrückt, ist das nicht schlecht. Bei den Ingredients ist es genau das Gleiche. Da haben wir auch entsprechend die Werte, die wir halt die Einkaufspreise verringern können. Das ist so das Ziel. Gut, das ändert aber erstmal nichts daran, dass wir uns überlegen müssen. Wir haben das Problem, dass wir hier nicht die notwendige Power bieten. Problem ist, um abzugraden, braucht man einen Agglomerator. Das ist etwas teuer zu Anfang und vorher noch nicht researched. Also würde ich vorschlagen, gehen wir mal an die Dinger ran und pumpen die ein bisschen auf. Was bringt die zurzeit? 70? Was bringt die zurzeit? Na, hier 34 ist natürlich für einen Eimer. Das ist für einen Eimer. Schau mal kurz aus dem Geld. Mal kurz, ich brauche ein bisschen Platz. Das ist jetzt auch ein Punkt, ne? Ihr habt nicht unendlich viel Platz. Gut, hier ist es natürlich jetzt, ja. Kann man schon ein bisschen machen. Das ist übrigens auch zufällig. Die Räume unterscheiden sich immer. Gut. Also, wo warst du? Warst das? Importieren wir das. Und jetzt wollen wir es upgraden. Das bedeutet, ich brauche eine Konzentration von 4 bis 8. Habe eine Konzentration von 2. Jetzt könnt ihr natürlich einen von diesen... Ach, ich habe die Oklometer ja schon, okay. Könnt ihr natürlich jetzt so eine Sonne nehmen. Das Problem ist aber, ihr sitzt unter den Prozesskosten. Die liegen bei 35 für 3. Und hier habe ich eine Produktionskosten von 10 für 1. Das bedeutet, 3 von denen sind billiger als einer von denen aktuell. Und von daher, wenn wir erstmal die kleinen haben, wir werden eine 4 bis 8, wir brauchen also 2 von den Konzentrationsdingsies. Dass wir die so bauen, dass wir wenigstens einigermaßen Platz sparen, denn das kann später auch eine Rolle, das ist später auch sehr wichtig. So, dann haben wir eine Konzentration von 4. Ja, es ist ein Factorio-Klon. Ich habe also, ich kann auch die Geschwindigkeit da hoch, ich mache das aber gerade nicht. So, schwupps, hier sieht man aus, finde ich auch sehr schön, dass es gezeigt wird. So, wir haben eine Konzentration von 4 bis 8, müssen das Ganze nur durch den Agglomerator schicken. Das ist das Teil, was wir brauchen, um letztendlich das Update, also den Rohstoff sozusagen abzugraden. Das, wir schicken ihn hier durch. Ihr seht, hier ist noch Smooth Gold. Schwupps. Und jetzt ist ein Antibiotikum. Ganz einfache Sache. Jetzt haben wir das Problem, aber ihr seht zum Beispiel, die Konzentration liegt, muss jetzt bei 12 bis 18 liegen, um aktiv zu sein. Liegt bei 7, ist natürlich ein bisschen viel. Da sehen wir mal eben gerade mal, müssen wir 6 nehmen, denn wir haben müssen 13 erreichen. Dann haben wir die Kopfschmerzen verbunden. 13 wäre 6. Also, da macht es dann natürlich schon Sinn bei der Größe. Da gehen wir dann doch lieber mal auf die größeren Gerätschaften. Muss ich schon mal gucken, dass ich das so baue, dass ich da Platz spare. Denn Platz, wie gesagt, ist etwas, was im weiteren Verlauf durchaus eine Rolle spielen kann. So, jetzt jagen wir hier nochmal hier durch. Schwupps, das Antibiotikum wird wirksam. Der Nebeneffekt ist ausgegrenzt. Und wir können das Ganze dann entsprechend in Pillen mal wieder Pillen pressen. Dann nehmen wir mal ein bisschen Schwupps. Und ihr seht schon, das sieht jetzt schon interessant aus. Es wird aber noch viel komplizierter. Das kann ich euch im Laufe des Spiels vergewissern. Die Leute, die hier uns stehen, das sind reine Gimmicks. Die müsst ihr nicht bezahlen oder irgendwie. Die sind scheinbar in den Produktionskosten mit eingerechnet der einzelnen Gerätschaften. Heißwörte. Interessanterweise. So, wir sehen, wir machen noch, das ist natürlich die Produktionskosten fürs Minicamp sind extrem hoch. Bakterien no more. Okay, machen wir. So, hier haben wir einen Gewinn. Na, sieht nicht so gut aus.
Das liegt aber auch daran, und das ist eben der Punkt, was ich vorhin schon sagte, dass die anderen beiden schon viel bessere Antibiotika haben. Von der Wertung her. Und da können wir eigentlich schon fast überlegen, ihn auszusetzen. Eieiei. Das können wir leider nicht wegmachen. Na gut. Also ihr seht, die Marktsättigung ist entsprechend hoch und dadurch haben wir halt entsprechend weniger Wert. Wie können wir nun herausfinden? Wollen wir es jetzt weiter steigern? Brauchen wir einen Katalysator? Das ist noch ein bisschen kompliziert. Nächste würde ich fast behaupten, lassen wir hier absteigern, das ist am einfachsten. Bringt aktuell auch nicht mehr viel. Man sieht also, da fängt das schon an interessant zu werden. Vielleicht werden die ja durch die Forschung... Nein! Das hat etwas damit zu tun, du weißt ja gar nicht, du hast jetzt eine Range von 12 bis 18. Irgendwo befindet sich der maximale Punkt. Das bedeutet, irgendwo ist die Konzentration am stärksten und damit auch die Wirkung. Und den Punkt müsstest du mit einer Analyse rausfinden. Das Problem ist aber aktuell noch nicht so weit, weil das Problem bei der Analyse ist, dass ich die Teile selbst kaufen muss. Das bedeutet, der Rohstoff, den ich benutze, um zu analysieren, verschwindet. Das ist sehr teuer. Aktuell ist mir das noch ein bisschen zu früh, um Forschung zu betreiben. Das mache ich immer als... Wir kümmern uns erstmal um den Teil hier. Denn hier haben wir den Vorteil, wir können relativ schnell und relativ leicht ins nächste Stufe steigen, aufsteigen. Und wir können uns vor allem, und das ist der Vorteil, wir können uns hier von den Nebenwirkungen entsprechend trennen. Was ganz wichtig ist, Nebenwirkungen sind immer ganz schlecht und je weniger Nebenwirkungen ihr habt, desto besser ist das. Und vor allem habt ihr nachher den Vorteil, dass... Ups, das war allzu viel. Dass 4 bis 6, 3 bis 4, das ist hervorragend, das bedeutet eigentlich... brauchen wir eigentlich nur... 2. Muss ich kurz mal überlegen, dass das auch einen Platz schafft, platzreich. 3. Da sind wir bei 3. Da sind wir bei 4. Wir haben jetzt also den Effekt und können jetzt mit einem Dissolver wieder rausnehmen. Das ist jetzt sozusagen nur dafür da, die Nebenwirkungen halt rauszunehmen. Ich muss das irgendwie so schlau bauen, dass ich da nach oben komme. Das wird kurz überlegen. Das ist natürlich scheiße so. Habe ich hier oben noch einen Ausgang? Ah, da habe ich noch einen Ausgang. Und schon haben wir dieses, was ich sagte, dieses Platzproblem. Ne? Ich könnte aus dem Mausrad auch drehen. Sowas. So, was passiert jetzt hier? Wir haben jetzt einmal eine Konzentration von 4. Die verringern wir jetzt wieder auf 3 und gleichzeitig geht der Nebeneffekt weg. Und ihr seht, das Ding ist auch upgraded. Und jetzt haben wir praktisch ein Medikament oder einen Rohstoff, der keine Nebenwirkungen zeigt, die wir nur noch entsprechend konzentrieren brauchen, was einen sehr geringen Maßstab ist. Das heißt, wir haben eine recht einfache Möglichkeit herauszufinden, auf welchen Status der Maximum ist. Müssen jetzt nur eben gerade mal so 9 Stufen, das ist viel. Mal die Konzentration steigern. Das ist, gelinde gesagt, sehr viel. Aber gut, da müssen wir halt durch. Also den Ausgang benutze ich nicht. Was ich gut finde, ist das mit den Bells. Das haben sie echt gut gelöst. Die gehen richtig gut. Das könnte ein bisschen teuer werden, die Produktion. Wir mal. Ich glaube, ich muss den Creamer gleich mal einbauen. Research. Ah ja, Creamer. Das interessiert mich gerade überhaupt nicht, was die Konkurrenz macht. Durch wie der den bringt der. Den packen wir hier oben einfach mal hin. So. Und das ist halt das, was ich meine, ne? Also mit dem Bats haben sie echt gut gelöst. Das ist natürlich total teuer. Ups. So.
Im Grunde erforsche ich nur die Gerätschaften, beziehungsweise in dem Fall, ich muss mal kurz mal gucken, ich brauche die nämlich viel, deswegen dette ich die mal ab, dass die ein bisschen billiger sind. Allerdings erforsche ich auch die einzelnen Integrenzien. Also auch die werden später durch die Analyse mehr oder weniger erforscht. Das, da kommen wir noch zu, also da sind wir noch ein bisschen entfernt von, aber ich kann ein bisschen beschleunigen. Da kommen wir noch zu. Aber ihr seht schon, im Grunde, es wirkt schon sehr stark wie Factorio. Es ist halt nur, es wird noch, wie gesagt, es wird noch richtig kompliziert. So, eine neue Pille haben wir. Help you sleep. Klingt irgendwie interessant. Help you sleep ist ziemlich teuer in der Produktion aktuell. Das liegt einfach daran, dass wir hier diese ganzen diese teuren Agglomeratoren drin haben mit über 30 in Kosten. Das ist ein bisschen unschön. Der Vorteil, den wir halt haben, ist, dass das Gerät hat keine Nebenwirkungen. So, und wenn wir jetzt gucken. Da können wir auch gucken, das Ding kommt weg. Da haben wir verkaufen aktuell nicht. Das ist das neue Gerät und das hat eine Wertung von 10. 8 Good Night Sleeps. Wie können wir das jetzt ändern im Grunde? Nun ja, das Problem ist jetzt, wir könnten natürlich die Qualität ändern. Ich könnte jetzt einfach sagen, wir machen nochmal eine Konzentration höher. Wir haben ja eine recht enge, was ich meine, echt engen Rahmen. Das heißt, irgendwo in diesem Bereich wird die Maximum sein. Das kann hier, 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 hier sein. Das heißt, wir können im Grunde einfach nur Stück für Stück Gerätschaften dazwischen stellen, um die Konzentration zu steigern. Das Problem dabei ist aber, dass natürlich die Produktionskosten steigen. Denn die Einnahmen sind dadurch nicht unbedingt besser. Ihr seht also, alles schon ein bisschen komplizierter, wie es im ersten Moment klingt. So, das haben wir. Dann den Multimixer brauchen wir den und die Autoklave zum Upgraden. Ich nehme mal erstmal den Analyzer. So, jetzt haben wir nämlich endlich auch mal vernünftig den Creamer. Jetzt können wir uns nämlich und schon mal diese ganze Geschichte hier sparen. Und machen den Creamer. Der Creamer hat einen Vorteil, erstens, dass er den Value über 30 erhöht und zweitens, dass er die Negen-Effekte um 50% reduziert. Das ist jetzt für den nicht interessant. Was viel interessanter bei der Geschichte ist, das habt ihr vielleicht gar nicht gesehen, das zeige ich nochmal ganz kurz. Er hat einen Produktionszeitlauf von 1. Das heißt, wir brauchen keine zwei Gerätschaften mehr, um unseren leckeren Schlaftrunk hier zu machen, sondern noch ein. Heißt, wir sparen uns jetzt endlich Snooze Buddy. Das klingt gut. Sparen uns einen Produktionsdingsy. Und die Produktionskosten sind jetzt gleich hoch, aber wir kriegen mal Geld rein. Das machen wir auch gleich hier mit. Auch dort haben wir 27er Produktionskosten. So, und hier haben wir ja Gott sei Dank noch keinen aktiven Side-Effekt. Was die Creamer machen, ist letztendlich, dass sie bei solchen Nebenwirkungen halt die ein bisschen in der Konzentration nach unten verschieben. Und dadurch sozusagen eventuell Nebenwirkungen, die du hast, halt ausgrenzen. Das ist in dem Fall aber unnötig, weil da haben wir ja keine. So, machen wir ja noch Geld. Mal gucken. Jo, nicht schlecht, nicht gut, aber annähernd. Und wir haben zumindest schon mal ein C+ hier. Ihr seht, C+. Juhu, und sogar schon B. Das Ding ist richtig gut. Sehr schön. Forschung. So, das kann ich euch den Analyzer gleich mal zeigen. Der Multimixer. Den kann ich dir auch gleich mal zeigen. Der wird es natürlich mit dem Multimixer. So, was wir jetzt machen könnten, ist einfach nur mal so, um zu zeigen, was es bedeutet. Wir haben jetzt hier ein Produkt, dessen maximale Konzentration wir nicht kennen, die notwendig ist, um halt praktisch am wirksamsten zu sein. Da packen wir also einfach den hin, packen dann einen Analyzer rein. Das wird jetzt ein bisschen teuer, aber ich mache es einfach mal für euch. Das heißt, jetzt jede Runde, also jede zweite Runde Gott sei Dank nur, packt er jetzt einen von diesen Teilen da rein und analysiert sie. Und versucht herauszufinden, wo die maximale Konzentration ist. Und zwar übrigens nicht nur bei den positiven Effekten, sondern auch bei den negativen Effekten. Nee, bei mir ist nichts. Bei mir ist nichts. So, das dauert eine Zeit lang. Kostet natürlich jedes Mal. Und jedes Mal so kostet die Produktionskosten für einen so einen Teil, die ja nun immerhin bei 127 liegen, gehen dabei verloren.
bisschen was Doofes. Aber naja. Ich hoffe mal, dass es nicht zu lange dauert. Das sind die Verluste, die wir machen, nicht zu groß. Achso, Research. Machen Multimixer, ne? Ja. Die Grenzchen. Na, einen Explorer will ich noch nicht einstellen. Kommt später. Los, komm. Und deswegen ist es sehr teuer. Also diese Analysierung der Integrenzien ist wirklich teuer. Wird da eigentlich erst später geschehen. Aber ich mache es einfach mal jetzt, um zu demonstrieren, was es bedeutet. Na los. Na los. Krieg's raus. Ja, Forschung, Multimixer, sehr schön. Noch den Shaker bitte. Zwei Punkte haben wir auch schon wieder. Die könnten wir einmal da und einmal da einsetzen. So, und da haben wir das Ergebnis. So, und jetzt sagt er praktisch, mal kurz Pause. Ach nee, ist schon Pause. Nee, doch nicht. Zeigt er dir an, dass die maximale Stärke bei dem Punkt liegt. So, was bedeutet das? Das bedeutet, wir machen erstmal diesen blöden Analyzer weg, denn das kostet auf Dauer zu viel Geld. Machen wir selbst, schön, das brauchen wir nicht. Das heißt also, wir sehen es auch hier jetzt an dem gelben Punkt, das heißt, unsere Konzentration liegt bei aktuell 12 und bei 13 ist das Maximum, das zeigt es ja auch hier an. Maximumstärke ist bei 75%, das heißt, abnehmen von Platz, vom Weite, je weiter sozusagen du weg bist von dem Maximum Stärke, desto schwächer sozusagen deine Wirkung. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen Evaporator reinknüppeln in irgendwo innerhalb der Chain und können dann praktisch den maximalen Nutzen aus dem Wirkstoff rausnehmen. Das ist sehr nett. Denn dafür haben wir Platz. Die Produktionskosten von 10 akzeptiere ich einfach mal jetzt. Von 9, Entschuldigung, 9. Akzeptiere ich einfach mal. Der Vorteil, den wir jetzt haben, ist halt, dass wir kriegen immer gleich, das wird das ist ein bisschen doof, dass wir immer gleich ein neues. Aber wir haben jetzt das perfekte Produkt. Besser geht es mit dem Produkt zumindest nicht. Wir haben die perfekte, die maximale Stärke an Konzentration. Also das Ding lässt sich eigentlich in der Form nicht mehr verbessern. Warum wir ein C-Rating haben, liegt wahrscheinlich daran, dass wir noch nicht genug geheilt haben. Ja, natürlich habe ich gehört, ich folge doch Philly auf Twitter. Natürlich habe ich das gestern so abgefeiert. Vorgestern. So abgefeiert. Der kleine Freund lebt immer noch. Also unglaublich. Die Waschmaschine auf dem Asteroiden Shuri. Also 67p ist wieder aktiv, bekommt etwa 3 Stunden, also 3 Kometenstunden, also 3 Stunden Sonne pro Kometentag. Kilometer, glaube ich, war 20 Stunden oder sowas. Was richtig, richtig gut ist, gerechnet hat er nur 1,3 Stunden, hat etwa 24 Watt zur Verfügung. Man hat in der Zwischenzeit die 7 Monate genutzt, um herauszufinden, wie viel Watt man bräuchte, um Filet mit seinen wissenschaftlichen Gerätschaften wieder einzusetzen. Und inzwischen sieht es so aus, dass sie wohl die meisten Sachen, die sie eigentlich machen wollten, die meisten wissenschaftlichen also die Experimente, jetzt kommt das Wort, Experimente, die sie machen wollten, sind wohl alle möglich in einer bestimmten Reihenfolge. Das ist man am Testen. Und da hat man schon viel herausgefunden. Deswegen hofft man jetzt durch eine Veränderung von Rosetta, die ist aktuell in einem Umlaufbahn und nicht, hat eine bessere Verbindung zu Philae aufzubauen. Erstens, die haben noch 2000 Datenpakete, die wohl noch rumliegen. Das heißt, Philae ist schon eine ganze Weile wach. Und erstmal die zu übertragen, um dann halt entsprechend zu versuchen, Philae wieder in einen funktionierenden Zustand zu bringen. Und dann halt eventuell noch jede Menge wissenschaftliche Versuche zu starten. Zu Anfang erstmal nur die keinerlei Berührung mit dem Boden zu benötigen,
also kein Bohrer und kein Hammer und sonst irgendetwas, da man eben noch nicht genau weiß, in welcher Lage sich Philly letztendlich befindet. Man hat ja tatsächlich noch nicht gefunden, wo Philly sich wirklich aufhält, was ich auch total faszinierend finde. Der kleine Freund hat sich total versteckt bis jetzt. Und von daher wird es interessant sein. Ja, das ist, also das ist auch die wahre Kunst letztendlich bei dem Ganzen. Also das ist eben diese wahnsinnige Kunst, die hinter dem Bau von solchen Sonden dahinter steht. Das ist halt einfach wirklich dieses unglaubliche, so, das können wir nicht, Ressourcen. So, wir haben eine Konstellation von 14, bei 0 bis 6 können wir upgraden zu Angina. 0 bis 6. So, und jetzt haben wir schon mal ein Problem. Jetzt hätte ich ganz gern eigentlich einen anderen Teil. 0 bis 6, das wären 8, das ist teuer hoch 9. Das ist teuer hoch 9. Aber wir schauen mal. Also ich hätte ganz gern schon das hier. Autoklav, der halt die Konstellation halbiert. Ich glaube auch fast daran gehe ich mal drauf. Das ist nicht ganz wichtig. Können wir lieber mal dazu, den Multimixer zu nutzen. Ich denke, das könnte auf Dauer interessanter sein. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was sich anbietet. Und die beiden bieten sich auf jeden Fall an. Die beiden Dingsies. Warum sich die beiden an Dingsies dazu, das, was ich mit dem Multimixer nicht machen kann, ist, hi Fabian! So, ich muss mal ganz kurz erstmal meine Katze hier verfüttern, sonst isst sie mich irgendwann. Du hast schon eine ganze Packung gegessen heute, was ist denn los mit dir? So. Nein, ich wurde fast an der Katze verfüttert. So rum, also meine. So, was bringt der Multimixer und was können wir mit denen anstellen? Mit dem Multimixer können wir ganz hervorragende Dinge anstellen. Denn der Multimixer ermöglicht uns zwei Wirkstoffe, so kann man so wesentlich mal, also zwei Substanzen, zwei Zutaten zu mixen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch mal. Erstmal muss ich gucken, dass ich ein bisschen schlau hinbaue. Bauen wir es so hin. Und dann schauen wir mal, wie es am besten raus. Und jetzt müssen wir das ein bisschen. Ich bin mal. Das kostet zwar jetzt Geld, aber ich will ihn bei unten haben. Ich werde gleich erklären, warum ich das jetzt so mache, aber ich. So. Was macht der Multimixer? Der Multimixer mixt zwei Sachen zusammen. Und wie er das macht, das ist ein bisschen zu Anfang etwas unübersichtlich. Und zwar, ich mache kurz auf Pause. Und zwar macht er folgendesmaßen. Ihr seht ja, wir haben vier Plätze. Ich habe ja gesagt gehabt, jeder Rohstoff, jede Substanz, die wir benutzen, hat die Möglichkeit, vier verschiedene Eigenschaften zu besitzen. Fast immer besitzt sie eine positive Eigenschaft und bis zu drei negative Eigenschaften, beziehungsweise auch keine katalysatische, also kann auch andere Eigenschaften haben, dazu kommen wir noch. Und die sitzen auf bestimmten Plätzen. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt gehabt, wenn ihr mal, jetzt, machen wir jetzt ein anderes Ding mal hierher. Hier und zwei ganz unten. Mit dem mal auch unten beiden, schade, das ist ein bisschen nicht so schön verteilt.
So, und der sitzt ganz unten. Das ist unser Wirkstoff, der ist ganz unten. Und dann haben wir hier drüben einen kleinen Nachteil. Wir haben den Wirkstoff, also die Wirkung haben wir den zweiten Platz von unten gesehen. Und darunter haben wir die Nebenwirkungen. Der Mixer macht jetzt Folgendes. Erstens bestimme ich durch diesen Toggle, das ist oben unten, das ist ein bisschen blöd gelöst. Man sieht nicht wirklich, was jetzt die Basis ist. Aber das sieht man nur sozusagen innerhalb der Verarbeitung. Er nimmt das Ding jetzt als Basis. Das ist die Basis. Und mischt den mit denen. Das bedeutet, alle Plätze, die hier verteilt sind oder vergeben sind, bleiben. Die leeren Plätze werden mit den Plätzen, mit den Dingern gefüllt, die auf den leeren Plätzen drauf sind. Das bedeutet, wir haben ja hier den Vorteil, hier ist der Wirkstoff auf dem letzten Platz, sonst haben wir nichts. Das heißt, drei Plätze frei. Er merkt sich, okay, unten ist belegt, den muss ich rausschmeißen. Hier oben habe ich drei Plätze frei, von den drei ist der mittlere belegt, also packe ich den dazu und am Ende habe ich mein Medikament, das zwei Wirkungen haben kann. Das Problem dabei ist, und deswegen muss man da vorsichtig sein, liegt nämlich dahin, dass beide Wirkungen sich in ähnlichen Konzentrationsebenen befinden müssen, denn eine einzelne Konzentration für eine bestimmte Wirkung können wir nicht erzielen, wir können nur eine Gesamtkonzentration erzeugen. Deswegen war ich ganz froh eben gerade, dass es so wunderschön passt zum Zeigen. Das heißt nämlich, wir haben die Möglichkeit, die Konzentration um 1 noch zu steigern, um hier den maximalen Wert zu erreichen. Hier oben wissen wir ihn nicht, da müssten wir ihn ausforschen, das interessiert mich aber nicht. Und wir haben einen Wirkstoff, der eben als die Schlaflosigkeit besiegt und andererseits auch noch antibakteriell wirkt. Klingt erstmal ein bisschen wirr, klingt auch jetzt nicht wirklich so passend. Gott sei Dank ist das Spiel nicht so fies und man macht einen das letztendlich. Nimmt einem das übel, dass man so eine etwas merkwürdig anmutende Konzentration, anmutendes Medikament erzeugt hat. Es geht einfach nur darum, dass man halt mehr Wirkung hat. Mehr Wirkung bedeutet natürlich entsprechend bessere Marktchancen. Das Ganze machen wir noch als zu Creme. Auch das, wie gesagt, klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber dem Spiel ist das Gott sei Dank egal. Sparen uns den ganzen Quark hier. So. Und dann schauen wir mal. Ihr seht, ne? Schwupps. Jetzt wird er hier in der Dings nochmal hochgepasst. Wir haben jetzt praktisch einen Wirkstoff, der halt maximale Wirkung hier hat und hier oben halt irgendwo in der Mitte ist. Und daraus entsteht halt diese Creme. Was wir auch merken ist, das Ding hat einen Prozentsatz von 2, wenn wir hier 1 haben. Das ist ganz wichtig. Ihr seht, wir haben jetzt eigentlich einen Infection No More Slumber Buddy. Joa, von hier aus. So, und ne, da geht der Preis schon ein bisschen besser. Denn sowas gibt es natürlich auf dem Markt aktuell nicht. Und so können wir uns praktisch ein Medikament zusammenschmustern, das irgendwelche vier Wirkungen hat, die im ersten Moment total wirr wirken, aber die einfach auf dem Markt halt, du kannst das Medikament eigentlich für alles nehmen. Du hast Kopfschmerzen, du kannst nicht pennen, bist noch mit irgendeinem Pilz belegt, nimm das Medikament, es wirkt auf jeden Fall. So ein Universal kannst du tatsächlich bauen mit vier Eigenschaften. Da kommen wir auch noch zu. So, jetzt muss ich tatsächlich den vierten kaufen. Das ist eigentlich unschön, will ich eigentlich nicht, muss ich wahrscheinlich aber. Jetzt muss ich jetzt mal kurz gucken. Das ist von kurzem am teuersten. Hier seht ihr, das Problem ist auch, wir haben jetzt einen von 2, wir bräuchten eigentlich 2 von den Dingern. Ich muss aber nur gucken, was am schlausten ist. Die sind am teuersten. Die Agglomeratoren. Nochmal ein bisschen billiger machen. Wir haben jetzt ein super tolles Rezept, mit richtig viel, mit einigermaßen guten Gewinn. Das Problem ist aber, wie gesagt, der Produktionszeitlauf ist zu lang. Ja, Bazaar, endlich wieder auf Twitch. Und so merkt man die Komplexität dieses Spiels. Denn man muss wirklich überlegen, wie macht man was, welchen Wirkstoff nimmt man. Ja, ist auch wie Factorio. Welche Kombination wählt man? Wählt man wirklich so eine Kombination? Nimmt man in Kauf, dass man durch diese Produktionszeit von 2, man bräuchte eigentlich 2 Mixer, praktisch nur die Hälfte der Produktionsmenge erzeugt, die natürlich wesentlich weniger Gewinn erzeugt, weil pro, also ich habe ja die ganzen Kosten, haben wir ja alle trotzdem drin, ne? Die ganzen Kosten hier für die Produktionschain hier ist ja trotzdem da.
können wir mal gucken, was unser... Also hier haben wir ein A, das ist schon mal schön. Das ist halt dieses Projekt, wo wir halt Dings haben, da kriegen wir am meisten auch raus. Hier unten haben wir noch ein C+. Das dauert eine Zeit lang halt, bis halt die Wertung hochgeht. Das hängt abhängig davon, wie viele halt queuen. Gut, hier oben, das Ding ist, das können wir bald abbauen. Nichts mehr. Nee, hier können wir es ein bisschen genauer abschätzen. Und jetzt brauchen wir langsam neue Integrenzien, da kommen wir nicht drum rum. Dann schicken wir mal los. Wir müssen auch die Einkaufspreise verringern. Naja, und so zumindest baut sich das Stück für Stück auf. So, der hat einen Gewinn von 17 gemacht. Den können wir mal. Das kann Sinn. Müssen wir auf neue Stück. Das ist richtig. Aber wie gesagt, die Spiele nimmt es einem Gott sei Dank nicht so übel, in welcher Form man das letztendlich macht. Also das ist nicht so böswillig, sag ich mal. Also hier sind wir auch zum Beispiel auch ganz gut, kann man ganz gut abschätzen, wie erfolgreich, wie viel ein Treibstoff bringt. Hier zum Beispiel, wir haben einen möglichen Verkaufspreis von 113 bei Kosten von 45. Das heißt, die Möglichkeiten des Gewinns zu machen sind relativ gering. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich neu die Grenze bekomme, dann schmeiße ich den Typen wieder raus, um wieder Geld zu machen. Das Ding, diese Kette hier zum Beispiel aktuell, bringt uns eigentlich nicht so viel. Wir kriegen zwar pro Dings eine 93er Gewinn, aber die Produktionskosten sind natürlich irgendwie enorm hoch. Aber es ist halt nur als Beispiel genannt, was man mit dem Multimixer machen kann. So, schauen wir mal lieber, was wir machen können, um den weiter aufzusteigen. Wir brauchen, da können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen zum Aufsteigen, um Level 3 Dings zu haben. Das ist Shorty. Warum ich die jetzt aufgelöst habe, ist einfach daran, dass die Positionszeiten zu lange sind. Und ich dadurch keinen signifikanten Vorteil habe. Muss ich ein bisschen Ketten langsam machen. Also auch für die Entscheidung, Masse oder Klasse. Manchmal ist Klasse besser. So. Wir haben eine neue Dings. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, erstmal müssen wir den wieder feiern. Ein bisschen Geld machen. Jetzt haben wir eine Zutat gefunden oder ein Dings gefunden, der hier ein komisches Zeichen hat. Das bedeutet, diese Zutat wirkt als Katalysator. Es gibt zwei verschiedene Arten von Katalysatoren. Das ist einmal dieses Blau und dann gibt es noch so ein grünes. Das kann man irgendwo angezeigt, wenn man so ein Grün haben will. Nee, schade. Das bedeutet, befindet sich die Konzentration innerhalb dieses Radiuses, wirkt diese Zutat als Katalysator. Gleichzeitig haben wir aber auch noch den, vor allem in Flame Skin, ne, haben wir die Möglichkeit, das Ganze auch als Wirkstoff zu nutzen, ähnlich wie bei allen anderen.
Jetzt wird es natürlich interessanter, denn jetzt kommt so ein bisschen. Jetzt muss ich mal ein bisschen Geld mal machen. Ich habe, glaube ich, so viel rumgespielt, dass ich jetzt mal kein Geld gemacht habe. Ein bisschen Geld machen. Jetzt wird es interessant, denn, falls ihr euch erinnert, wir haben ja hier gehabt, wenn ich hier upgraden will zur nächsten Stufe und die sind dann halt praktisch Antimalaria, also das Maximum, dann seht ihr, ich brauche einen Katalyst. Ich brauche einen Katalysator. Den muss ich mit diesem Teil mixen. Ja, und jetzt fängt ihr schon langsam an zu überlegen, oh, Moment, den muss ich mixen, Katalysator muss übrig bleiben. Jetzt wird es interessant. Und wie gesagt, alle Zutaten sind zufällig, weil sie haben zufällige Eigenschaften. Kann also nicht unbedingt bedeuten, dass nicht automatisch, dass man dort immer Glück hat. So, jetzt lass mich kurz mal überlegen. Wenn du kurz von 13, ab 12 wird der Katalysator. Das Meister ist extrem billig. Ist auf Platz 2, hat aber das Problem, dass er gleichzeitig noch diesen verdammt dreckigen, nicht revidierbaren Nebeneffekt hat. Das ist natürlich scheiße. Bei einer Range von 10 bis 18. Und die haben 12 bis 18. Oh, verdammt. Das Problem ist, ich könnte natürlich Folgendes machen. Ich kann sie shaken. Dann gehen die nach unten. Der 2. Und der ist dann oben. Dann haben wir das und das oben. Also, was überlege ich? Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, die Reihenfolge der Eigenschaften zu ändern. Und zwar gibt es einen Shaker. Der Shaker hat die Fähigkeit, alle Eigenschaften ein nach oben zu verschieben und den obersten nach unten zu packen. Geh weg. So. Ich möchte ganz gerne diese Zutat, beziehungsweise eigentlich will ich die erstmal zuerst, upgraden. Die Konzentration stimmt nämlich schon. Ich brauche nur den Cry. Ach, ich brauche den Cry. Scheiße, den habe ich auch noch nicht. Da brauche ich ja noch jede Menge Zeugs für. Okay, Geld verdienen. Erstmal Geld verdienen. Okay, erstmal Geld verdienen. Dann machen wir es mal den. Können wir schon 2 erhöhen. Dann müssen wir erstmal dann standardmäßig erstmal. Jetzt geht's wieder los mit dem, wie kann ich am besten bauen? Das ist doof. Das ist vielleicht am besten. Kratzer von 16, jetzt könnten wir es durch den Evaporator ziehen, um es abzugraden. Natürlich sind Upgrade Medikamente natürlich wesentlich effizienter. Schwupps. So, jetzt haben wir natürlich. Das ist natürlich scheiße. Jetzt hätten wir 3 Nebenwirkungen. Wenn wir hier nur 2 hätten. Wir hätten, müssten jetzt eigentlich praktisch nur. Das ist natürlich scheiße. Schön. Die können alle nicht removed werden. Schön, schön, schön. Das ist schön. Also ich gerade überlege, lohnt es sich? Ich überlege gerade echt, ob es sich lohnt. Ich habe jetzt einen Gewinnmoment von 41, wenn ich die so nehmen würde. Das machen wir auch. Es gibt dann zu viele Nebenwirkungen. Ich habe jetzt schon 2, das heißt, wirklich begeistert werden sie nicht sein. Ich würde gerade mal. Das Problem ist, ich kann nicht einen weiter steigern. Steigere ich einen weiter. Gibt Ärger. So. Trotzdem würde ich die ganz gerne upgraden, verdammte Scheiße. Das ist eigentlich nur der scheiß Cryonic-Konsensor, den ich brauche.
So. Ticke, ticke, ticke. Stellen wir nicht mehr her. Stellen wir nicht mehr her. Stellen wir auch nicht mehr her. Stellen wir nur 3 Produkte her. Aktuell. Ja, tatsächlich 3 Produkte. Das ist schon die Kette hier. So. Jetzt muss ich warten, bis ich den habe. Das dauert noch 7 Monate. Ein bisschen Geld machen. Damit ich jetzt mit ganz gerne den hier zum Level 3 machen. Denn er hat keine Nebeneffekte aktuell. Das heißt, der bringt uns am meisten, am schnellsten, am billigsten, am ehesten Geld. Soll ich zwar ein bisschen umbauen, aber ich denke. Wie kann ich da am besten umbauen? Natürlich brauche ich noch einen Eingang für das Zeug hier. Wenn du nutze ich die Chain, aber dann kann ich den nicht mehr nutzen. Nee. Hier rein, pack's dann hier durch. Den schicke ich hier rüber. Ich glaube, so machen wir das dann. Wie viel Geld bringt der aktuell? 41, das ist nicht so viel. Denn, ach, ich habe es ganz vergessen zu zeigen, die, ihr seht hier zum Beispiel die möglichen, was man verdienen kann mit den Teilen. Und wie hoch die, der Demand dafür ist. Also aktuell, Antimalaria ist aktuell die höchste, hat den höchsten Bedarf, hat aber einen etwas geringeren Wert als was auch immer Enchistie sein soll. Keine Ahnung. Wie gesagt, meine Englischkenntnisse im Bereich von Krankheiten ist relativ begrenzt. Aber bevor ich das machen kann, brauche ich den Freund hier, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich klicke aber noch einen. Natürlich mal so am Anfang ein bisschen. Ja, ich brauche Geld. Gehen wir noch Geld. Gut, die reichen wir jetzt nicht. Dafür habe ich auch nicht perfekt gearbeitet. Das ist ein bisschen problematisch, wenn du Master oder also erreichen willst die Ziele. Das ist nochmal notwendig, dass du halt zu Anfang einen guten Start hast und auch sehr konzentriert arbeitest und wirklich nicht so viel erklärst, sondern wirklich sehr konzentriert darauf hinarbeitest. Und von daher kann es manchmal ein bisschen. So, also kurz mal überlegen. Das Ding kommt, brauche ich nur einmal reduzieren, dann passt's. So, jetzt müssen wir kurz überlegen, dass ich das auch schlau mache. Ich habe hier 3 Plätze nämlich frei. Das heißt, wenn ich die jetzt so mixen würde, würden die 3 Teile ebenfalls oben landen. Das ist nicht schlimm, denn den brauche ich sowieso. Den will ich hier drin haben. Problem ist das hier. Also irgendein Tod muss ich scheinbar sterben. Der hat eine Wirkung von 8 bis 16. Natürlich weiß ich nicht, wie natürlich der. Oh scheiße, ich blöd, man hat vergessen, Dings anzubauen. Erdbeeren. Oh Gottchen. Aber schon lecker. Oh, die sind richtig lecker. So, jetzt wollen wir ein bisschen mehr Gewinn mit der Kiste. Wie machen wir das am schlauesten?
Wie machen wir das am Schloss? Hier sind die unteren beiden belegt. Auch dort brauche ich den Cryogenic. Da muss ich noch zwei reduzieren. Wenn ich die unteren beiden belegt, würde ich die oberen beiden schnappen. Das heißt, wenn ich die nach oben schiebe, habe ich nur den Katalysator und die Giftreduzierung drin. Bei der Konzentration. Ja, klar. Na klar. Ich glaube fast sogar, dass es mit dem zu verbinden fast sogar noch schlauer ist. Jo. Erdbeeren ist auf jeden Fall lecker. Also es macht sogar fast Sinn, die beiden zu mischen. Also, ist immer das, also praktisch, was ich denke, ist folgendes. Also zuerst schicke ich sie in einen Verdünner, der die Konzentration um 1 verringert. Dann habe ich den Katalysator aktiv. Danach schicke ich sie in einen Shaker. Der Shaker macht, wie gesagt, der schiebt alle Teile nach oben und den obersten nach ganz unten. Das bedeutet, in den unteren beiden befinden wir die nicht wieder entfernbaren Nebenwirkungen. Diese wiederum verschwinden in dem Moment, wo wir praktisch mit den beiden vermischen, haben wir nämlich nur so diese beiden Teile bleiben. Womit die Kopfschmerzen interessieren uns nicht, weil die halt untere Konzentration haben. Und hätten nur diese beiden Teile noch mit dazu. Sieht das gar nicht so einfach. So, Forschung abgeschlossen. Yay! Wir können auch gleich den Autoklav noch machen, den brauchen wir auch noch. Und vielleicht eventuell gegebenenfalls schon mal den Multimixer billiger machen. Ihr seht, um 3, das ist schon mal richtig viel. Und den Shaker auch ein bisschen billiger machen. So. Jetzt habe ich gesagt, ja, ist okay. Pause. Jetzt wird es interessant. Ich kann das mal so machen. Jetzt wird es interessant. So, also hier lassen wir alles gleich. Bei dem müssen wir zuerst den Katalysator aktivieren. Das bedeutet, er sagt, er aktiv von einer Konzentration von 12, 1 bis 12. Das heißt, wir müssen sie einmal reduzieren. Davon nehmen wir den kleinen Freund hier einfach mal. Schwupps. Und reduzieren einfach mal die Konzentration um 1. So, dann haben wir den Katalysator aktiv. Dann schicken wir das Ganze durch einen Shaker. Wo haben wir ihn? Der ist dort. Ist der auch einen schönen, oh, der hat einen schönen Aufbau, sehr schön. So, das ist schön animiert. Wir machen mal auf, ich zeige es mal. Es wird natürlich ein bisschen teurer, aber wir haben ein bisschen Geld vorhanden. Ja, natürlich, wir haben jetzt hier das Problem, dass uns hier kein Geld bringt. Also, ihr seht, der Katalysator wird aktiv. Jetzt geht er durch den Shaker. Oh, halt, stopp. Mach das andersrum. Ach, runter, nicht hoch. Scheiße. Die Idee war falsch. Hat er denn nicht einmal hochgesetzt? Oh, verdammt, scheiße. Ah, fuck, die Idee war scheiße. War das nicht ein hoch, das war ein runter. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Fail. Runter kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ich dachte, wäre ein Hoch. Fail. Das ist scheiße. Wir müssen jetzt durch zwei Shaker durch. Doof. Shaker haben eine Zeit von 2. Was die Sache etwas unangenehm macht. Der Katalysator taugt mal gar nichts, verdammte Scheiße. Runter ist schlecht. Runter ist schlecht. Das bedeutet nämlich, dass wir die beiden fetten Nebenwirkungen hätten. Nerv. Ah, scheiße. Dann taugt der nix. Dann taugt er nichts für uns. Lass uns weiterhin diesen kleinen Wirkstoff basteln.
Das bringt uns nichts. Könnte ich die Konzentration immer um 2 erhöhen, dann hätte ich zumindest die Blutdruckerhöhung raus. Oh Scheiße, das müssen wir auch nochmal an. Dann taugt tatsächlich der komplette. Scheiße. Ja, könnte ich machen. Das mache ich aber jetzt gerade nicht. Also, es ist so eine Sache. Das ist ja nur Trial Error hier. Tja, dann heißt es also, mehr oder weniger, mit dem Rohstoff kann ich nicht arbeiten. Das kann übrigens auch passieren. Ich könnte nur mit sehr großen, mit sehr hohem Aufwand verbunden. Ich könnte jetzt also mit sehr hohem Aufwand ein bisschen durch 2 Shaker schicken. Dann könnte ich die Reihenfolge der nach unten verschieben. So weit, dass ich damit arbeiten kann. Aber das ist nicht wirklich sinnvoll. Oh Gott, ist der minimal. Ist der Sonnenwiesen wert, unser antibiotischer Dings hier? Gut, dass der einen hat, ist klar. Also hat Bedug eigentlich einen B-Wert, eigentlich nicht schlecht. Nur ein schönes A. Das steigt natürlich im Wert. Ja, abgetried und gefailed. Definitiv. Das Problem ist nur jetzt, da habe ich ein großes Problem eigentlich. Und jetzt muss ich praktisch eine zweite Zutat finden. Eine, die zumindest was taugt. Und das wird teuer, wie ihr seht. Aber ich kann es nicht ändern. Ich brauche eine Zutat, die das Katalysator sich anbietet. Eine hohe Marktsättigung, ehrlich gesagt. Die kleine Produktionschain machen wir nochmal, das machen wir mal dran. War nicht so teuer. Snifflies. Das ist jetzt süß. Ja, jetzt brauche ich tatsächlich richtig Kohle. Weil ihr seht, ouch, ouch, eieiei, uiuiui. Teuer. Ich brauche definitiv einen neuen Wirkstoff. Was kostet der? Also der Konzentration doubles die, also verdoppelt die Konzentration bei einem Preis von 45. Hat das Problem, weil es eine Produktionszeit von 2 hat. Das macht die Sache wieder ein bisschen. Also Jungs, umsonst etwas zu klauen ist ein bisschen. Naja. Was ist hier los? Oh Gott, guck dich das an.
Konkurrenz macht mich gerade fertig. So, Research ist abgeschlossen. Jetzt lasse ich dir noch ein bisschen arbeiten. Ihr seht ja, 120 pro Tag ist eine Menge Holz. Yay, endlich. Die lasse ich mal kurz laufen. Weil mit denen kann ich die ihr seht ja, die Einfuhrkosten halt reduzieren. Seht ihr, hier mit 50 ist er schon ziemlich hoch. Ich muss es jetzt einmal ein bisschen gucken. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir auch einen grünen Katalysator, den wir brauchen. Den ich noch gar nicht gefunden habe. Aber wir haben eine Kiste, die wir, glaube ich, noch gar nicht bearbeitet haben, oder? Oh doch. 70% Marktdings ist natürlich scheiße. Oh, hier. Deswegen. Die Sättigung ist so hoch, dass es sich eigentlich fast nicht mehr lohnt zu produzieren. Das ist das Problem, wenn man viele Konkurrenten hat. Deswegen ist immer... Konkurrenz immer so ein bisschen das Thema. So, jetzt gucken wir sich hier ein bisschen. So. Und ihr seht, die Kosten gehen gleich um 10% runter. Die Einfuhrkosten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Stoff, der nicht so häufig ist. Der hat auch schon total hohe Marktsituationen hat. Und damit kompliziert wird. Je höher die Marktsättigung, desto wichtiger ist die Qualität des rotes Teil, was wir herstellen. Aber gut. 51 hier. 43 hier. 43. 83. Eieiei. Wie schnell, vielleicht können wir es aufbauen. 6 bis 8. Das könnten wir sogar removen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das könnten wir removen. Das ist schön. 6 bis 8. Und ein kleiner Setter braucht es. Mist. Ach, hier haben wir noch gar keine. Hm, okay. Was hat der hier, ne? 16 bis 18 und könnte man upgraden. Nummer 15. Problem, was wir zwar Nebenwirkungen haben, aber das muss ich mal akzeptieren jetzt. So, 16 und noch ein Separator. Auch noch Platz nehmen. Schubs. Schreib mal kurz, was die Dings sind. Jetzt brauchen wir eine Wertung von 12, das heißt 5 weniger. Die haben jetzt also einen Preis von 7. 5 mal 7 sind 35. Ist billiger, als wenn ich so ein Ding nehme. Okay, ist nur das Problem mit dem Platz. Wie man gerade sieht, so schön sieht. Platz ist jetzt natürlich 5 Stück davon zu platzieren, ist nicht einfach. Achso, habe ich kein Geld. Naja. Ja, klar. So, ich brauche Geld. Die haben 13, da kann ich mal ein bisschen
Forschung einstellen. Was doof ist, mache ich ungern, aber ich muss das jetzt tun. Denn sonst gehe ich pleite. So. Das will ich machen. So, jetzt haben wir das. Auf 15, auf 13 müssen, auf 12 und auf 3 brauchen wir. Prozessen. Scheiße. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das Zeug. Das ist der Katalysator ist auch aktiv und jede Menge Kram, die wir nicht reduzieren können. Akzeptiere ich jetzt erstmal so. Das wird natürlich die Wertung runterziehen, aber ich kann es nicht ändern. Muss ich mal gucken, dass ich irgendwo. Ah, kein Platz mehr. Scheiße. Mist, 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 Mist. Muss ich überlegen, wie ich das am schlauesten mache. Tetris, nur schlimmer. Den direkten Nennen lassen sie leider nicht, das ist ein bisschen doof. So, ihr seht also, dass die Enge macht sich dann auch schon bemerkbar. Es ist nicht das Beste von den Nebenwirkungen her, aber es ist zumindest eins, was wir verkaufen können.